Warum sollte man nicht speichern wollen? Habe ich mich aber schon damals gefragt. Ich finde es ja cool, dass der nach jedem Stern sofort speichert. Aber warum sollte man nicht speichern? Warum fragt er überhaupt? Speicher doch einfach. So, 100 Münzen in dem Level kommt mir gar nicht so schwer vor. Mal schauen, ob ich mich derbe täusche. Nein! Golden Crusader, hallo und vielen, vielen Dank für die Bits. Das Bitglas wird wieder prall gefüllt mit Pride-Herzen. Vom Feinsten. Dankeschön. Die Pokies geben einem Fünfer, wenn man die killt. Ah. Mist. Aber kann ich die niederfliegen? Kann ich die umfliegen? Das wäre cool. Wir haben eh nochmal eine Chance, dass wir von vorn anfangen. That escalated quickly. Da ist das Spiel schon noch ziemlich oldschool hart, oder? Dass man wirklich, wenn man die Schlucht fällt, ist einfach vorbei. Dann ist aller Fortschritt flöten und du kannst von vorn anfangen. Gib du mir mal nicht so nah an das Sandloch da hinten, bitte. Mein stachliger Freund. Na, das lief ja mal nicht so gut. Na, das ja mal auch nicht. Ich will die Bomben immer werfen, während ich in der Luft bin, weil so gefühlt Videospiel-logikmäßig meint man, die würden dann weiter fliegen, aber in dem Spiel ist es andersrum. Die fliegen kürzer, wenn man sie in der Luft wirft. Nice. Damn! Das war ein kurzer Spaß. Ob der wohl wieder spawnt? Wohl eher nicht, ne? Naja, vielleicht kann ich die auch umfliegen. Das könnte auch funktionieren. Ah! Sehr gut. Na, komm her. Yeah.
Autsch. Einigen wir uns auf Unentschieden. Oh, das hat gerade noch hingehauen. Nett, nett von dem Spiel. Gefährlich? Gefährlich? Ich wusste es doch. Gefährlich. 63 Münzen nur von draußen. Drin gleich noch 15 blaue. Ja, ja, das stimmt, genau. An die kann ich mich erinnern. Und ich hatte ja vorher fast nur von drinnen 40 Münzen oder sowas. Also grundsätzlich sind das genug. Aber ich muss nochmal vom Pfad anfangen. Mamma mia. Einmal versuche ich es noch mit den 100 Münzen, ansonsten machen wir was anderes. Let's go! Nein! Zu früh umgedreht. Mario, mach jetzt keinen Blödsinn hier. So rutschig ist Sand auch wieder nicht. What? Ich glaube, da ist gerade eine Münze von dem Gegner oben gelandet, ne? Mist. Bin ich, glaube ich, jetzt nicht mehr. Ach! Da freut sich der Wirbelsturm für uns. Nice, gut. Gut, gut, gut. Ich glaube, jetzt fliegen wir vorsichtshalber noch eine Runde, bevor ich reingehe. Dann dürfte das schon einigermaßen passen. Ich hasse den Wirbelsturm so. Ich hasse ihn so. Gut. Ah ja, weißt du was? Nein, Mario, bitte nicht jetzt. Okay, dann habe ich jetzt aber keinen Bock mehr. Aber grundsätzlich wäre es wirklich nicht schwer, da die Münzen hinzukriegen. Von der Masse ja kein Problem, aber die Platzierung, ja, ja, genau, eben. Dann gehen wir lieber nochmal hier rein. Ich glaube, hier habe ich auch schon alles, oder? Und ehrlich gesagt, glaube ich, habe ich hier keinen Bock, alle Münzen zu sammeln, weil das stelle ich mir furchtbar vor. Aber ist es vielleicht gar nicht. Ich glaube, ich muss wahrscheinlich hauptsächlich die Bullies killen. Stimmt? Bulli. Eine Münze pro Bulli. Naja. Die 8 roten sind zumindest leicht. Hier.
Na, was ist ein Auge? Beachte mich. Was ist denn mit dem? Hier bin ich. Hallo? Auge? Ah, auf einmal. Na dann. Ah ja, das ist schon besser. Die Schildkröte, dem Panzer. Der spawnt, glaube ich, gar nicht in... Der spawnt nur in irgendwie gewissen Missionen, ne? Mit dem wäre es nämlich viel leichter. Versehentlich den Stern holen. Kannst du dich noch gut an das Spiel erinnern? Ja, ich kann mich noch sehr gut eigentlich an das Spiel erinnern. Also zumindest an alle Level, nicht mehr an alle Sterne und nicht mehr an alle Positionen. Aber die Level, wie die aussehen, die Designs und so weiter, kenne ich noch ganz gut. Je später die Level werden, desto weniger Erinnerungen habe ich dran. Dass es den Glockenturm, den Uhrenturm zum Beispiel gibt, wusste ich noch. Dass der so voller Zahnräder und so Zeugs ist, wusste ich auch. Aber wie der genau aussieht, das wusste ich nicht mehr. Aber so im Großen und Ganzen. Es gibt ein paar von den kleineren Level und Bonus-Level, an die hatte ich wirklich gar keine Erinnerung mehr. Ich glaube, das ist keine gute Idee, Mario. Ah, noch dazu gibt es hier nur ein extra Leben. Ach, Mann, ich befürchte, der Sprung hat unsere Münzjagd ruiniert so ein bisschen. Naja, doch nicht. Geht schon noch. Au! Der kann einen ganz schön niederkombon, Mensch. Das ist ja gemein. Au, warum denn? Warum macht er denn jetzt keinen Salto? Habt ihr das gesehen? Ich hab ganz klar Salto-Moves gemacht. Okay, jetzt muss ich ihn besiegen einfach. Nein, der hat nur einen Stern. Wie lame. Wer will denn sowas? Ach, du hast jetzt die 100 da geholt und der Stern ist wo du nicht rankommst. Das ist natürlich super. Spawnt der außerhalb der Pyramide dann oder irgendwie sowas. In der Art wahrscheinlich. Nee, das kann gar nicht sein, aber trotzdem, das ist mies. Da muss man echt schon relativ gut timen. Ach komm, das war doch jetzt ein Treffer gerade. Ich protestiere. Ich erhebe Einspruch. Manchmal sind die Bullies echte Bullies. Ah! Andererseits komme ich in deren Welt, gehe auf deren Plattform und versuche sie in die Lava zu schubsen. Also wer ist hier der Bulli? Der Bulli, der bullied oder der Bulli, der den Bulli bullied? Oh, die Runde geht an dich. Überall Sterne. Nicht berühren, Mario. Bloß nicht die Sterne berühren. Das kommt einem Game Over gleich.
Ich, witzigerweise, wenn ich so dran denke, wenn wir die zukünftigen Mario-Spiele spielen, habe ich jetzt schon irgendwie total Angst, so ein bisschen posttraumatische Belastungsstörung, wenn ich an die Melone denke, die man über den Steg rollen muss. Ich kann mich an Mario Sunshine wirklich gar nicht mehr so gut erinnern, aber es gibt eine Stelle, in der muss man eine Melone über so einen zickzackförmigen Steg rollen. Und das ist einfach unmöglich. Ich habe das Spiel auch auf 100% gespielt damals und das war die Hölle. Diese Mission war einfach die Hölle. Und ich hätte gehofft, dass ich das nie wieder erleben muss. Oh mein Gott, jetzt gehen wir Game Over. Nein. 100 Münzen sammeln ist blöd. 100 Münzen sammeln ist blöd. 100 Münzen sammeln ist ab jetzt verboten. Im Stream hier. Ach, hier habe ich auch schon alles. Ich sollte vorher mal gucken, bevor ich in die Level gehe. Ah, wir können jetzt im Geisterschiff weitermachen. Da hat mir doch... Ist das da oder da? Da hat mir doch die grünen Boxen haben mir da doch gefehlt. Okidoki. Laufe durch den Strudel. Das sollte jetzt mit unserer neuen Durchstrudellauf-Power nicht mehr schwer sein. Ich weiß nur nicht, wo wir den Mario unten herkriegen, weil so lange wird der jetzt nicht halten, den ich hier habe. Der Eisen-Mario. Schauen wir mal. Finden wir raus, wenn es zu weit ist. Aber anders können wir nicht durch den Strudel laufen. Not unten in der Höhle. Ich hoffe, du meinst die Höhle. Ich da gerade auf der Suche nach einer grünen Box. Ah, auch nicht schlecht. Hui. Hier gibt es, glaube ich, nur einen Stern, oder? Ja, bestimmt. Ich meine, wenn ich jetzt hier schon so viele blaue Münzen krieg, dann könnte man hier versuchen, während ich die andere Mission mache, während ich eine Möglichkeit finde, durch den Strudel zu laufen, könnte ich ja auch 100 Münzen sammeln. Zum Glück darf man sich ja komischerweise den grünen Münzen... Ah, na guck. Den 100 Münzen Stern aus irgendeinem Grund mitnehmen und weiterspielen. Im Gegensatz zu allen anderen Sternen. So schnell, Mario. Das dauert hier schon viel zu lange wieder. Naja, so viel zu den 100 Münzen. Okidoki. Aha, Bibberberg Bob. Haben wir noch einen Stern. Heißt der Bibberberg wirklich Bob oder wie soll ich den Namen von dem Level verstehen? Normal sollte man bei den anderen Sternen auch nicht fliegen. Und das wurde wie in Sunshine gestrichen, damit das Game released werden konnte. Hä? Was? Normalerweise sollte man bei den anderen Sternen auch nicht fliegen und das wurde wie in Sunshine gestrichen. Bei den anderen Sternen nicht fliegen. Ich verstehe nicht, was du meinst, befürchte ich. Fliegen im Sinne von aus dem Level. Ah, okay. Also ich meine, bei Odyssey haben sie es ja jetzt so gemacht. Und das ist schon sehr angenehm, dass man einfach weiterspielen kann, nachdem er die gefunden hat, die Monde. Aber Odyssey hat ja auch ungefähr 1 Milliarde von diesen Monden.
Da macht es noch mehr Sinn. Warte mal. Ich wollte gerade sagen, der kopflose Schneemann. Welche Mission habe ich denn da gleich nochmal? Weil den habe ich auch noch nicht gemacht. Hau den Schneemann ist meine Mission. Ja, okay, gut. Hab gar nicht geguckt irgendwie. Stehen bleiben! Nein, im Namen! Ich weiß nicht, wie ich den bremsen soll, ehrlich gesagt. Aber schauen wir mal. Die 100 Münzen, ja, das glaube ich. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, hier alle Sterne zu suchen in Mario 64, aber habe dann den Gedanken auch wieder aufgegeben, weil irgendwie, glaube ich, weiß ich nicht, ob ich das will. Es gibt halt doch ein paar, die super nervig sind. Vorausfahren und zum Kopf geigen. Okay. Ich kann mich erinnern, dass ich da öfter früher rumprobiert habe, wie man das am besten macht. Und ich glaube, runterfallen war nicht die Ideallösung. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ah, verdammt, ich bin schon zu weit gegangen. Können wir hier schon wieder gehen? Ja, anscheinend. Okay, gut. Was denn? Warum? Ich glaube, der bringt uns gleich um. So. Hier sind wir. Müsste jeden Moment kommen, dein Körper. Schnief, schnief. Mein anständlicher Körper hat sich in Wasser aufgelöst. Da kommt er schon. Guck, alles gut. Ich weiß nicht, wie ich den aufhalten soll, leider. Herr Schneemann. Versuchen wir es nochmal. Vielleicht muss ich wirklich Händchen halten und vor dem herrutschen oder so. Du musst so vor dem Kopf stehen, dass der Körper dich platt fährt. Das habe ich gerade gemacht. Genau das ist passiert. Ich stand vor dem Kopf in Dialogreichweite. Der Körper hat mich überfahren. Ich habe Energie verloren. Und er ist irgendwo runter in die Schlucht. Ende. Das war nicht ganz, was ich erwartet habe. Vielleicht darf ich nicht abkürzen. Was? Nein, in der Fahrbahn und nicht, dass der Kopf daneben rollt, der Körper. Hä? Was? Ach, warte mal. Du willst mir damit sagen, ich glaube, ich verstehe. Der Körper ist zielsuchend, ne? Der Körper macht Jagd auf mich tatsächlich. Der rollt nicht einfach nur. Der ist wärmesuchend. Eine wärmesuchende Schneerakete ist der quasi. Homing-Schneemann, genau. Jetzt verstehe ich, glaube ich. Das wirkt nur, wenn er hier so rollt, so gar nicht so, als wäre der zielsuchend, weil irgendwie macht er, was er will. Mario, schnell raus hier! Nee, guck, was macht er denn? Der rollt immer da hinten in das Kanonenloch. Irgendwas stimmt doch da nicht. Unverschämtheit. Wirst du ein Let's Play zu Fallout Miami machen? Weiß ich nicht. Ich halte es für möglich. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Nur die letzten 5 Meter. Du warst zu weit weg von dem. Aber ich stand doch direkt neben dem Schneemann. Das habe ich damals schon nicht gecheckt, was ich hier eigentlich zur Hölle machen soll. Egal, was ich mache, der Schneemann rollt, der Körper... Nein, oh Gott.
Jetzt brauche ich erst festen Boden unter den Füßen, damit ich wieder raus kann. Oder einfach in die Schlucht springen. Ja, genug Leben haben wir ja. Zu weit weg vom Körper. Ja, ich finde, da ist das Spiel schon sehr spezifisch in dieser Mission. Ich habe die wirklich früher... Ich habe nie verstanden, warum das manchmal dann doch funktioniert und manchmal nicht. Und ich verstehe es immer noch nicht. Mal schauen, ob ich mir diesmal vielleicht einen Reim draus machen kann. Aber ich habe das Gefühl, ab und zu will er einfach zum Kopf und ab und zu nicht. Vielleicht muss ich wirklich mitfahren und darf nicht abkürzen. Aber den zu überholen, wenn man hier mal hinter dem ist, ist auch gar nicht so leicht. Aha. Ja, das ist sehr, sehr seltsam. Aber jetzt habe ich zumindest gesehen, was eigentlich passieren sollte. Auf einmal... Ich verstehe. Irgendwie, glaube ich. Auf einmal biegt er dann voll ab und rast auf mich zu. Aber wirklich nur kurz vorm Schneemannkopf. Aber auch nur, wenn ich... Ich weiß nicht, warum er es beim letzten Mal nicht getan hat. Naja. Au, es läuft nicht gut. Es läuft nicht gut. Nein, guck, wenn er... Ich glaube, wenn ich abkürze, dann mag er nicht. Ich glaube, ich muss runterrutschen mit dem. Anders geht's, glaube ich, nicht. Was wäre, wenn Starfield in Wahrheit ein neues Fallout ist und die Starfield-Teaser ein falscher Hinweis sind? Ja, das wäre witzig auf jeden Fall. Fallout 3, also das ursprüngliche Fallout 3, das Original Fallout 3 quasi, sollte ja in die Richtung gehen. Da ging es ja darum, dass die Enklave ein geheimes Space-Programm hat. Aber das gab's nie. Aber sowas in der Art, ne? Wer weiß. Ich glaube, das wird nichts mehr. Mein Gott, ich hasse das. Warum denn? Warum muss denn das immer so lange dauern, bis ich aussteigen kann? Er darf sich wirklich nicht mehr ein bisschen rumglitschend bewegen. Sag ich ja als nicht abkürzen. Okay. Nein, jetzt bitte öffne den blöden Dialog. Ich kann nicht mehr. So, ich habe nicht abgekürzt, war aber vielleicht ein bisschen schnell. Nein, Schneekugel, nein! Was willst du denn von mir eigentlich? Was willst du denn von mir? Sag mir, was du willst. Was passt dir denn eigentlich nicht? Darf ich nicht auf den Bauch rutschen? Ist es das? War ich zu schnell? War ich irgendwie... Habe ich die falschen Schuhe an oder so? Ich weiß es nicht. Sag's mir. Ach, Gott sei Dank. Du warst zu schnell. Bleib 5 Meter vor dem Körper. Ja, das ist aber alles sehr spezifisch. Warum sagt mir das Spiel das nicht, was es will? Und warum gibst du mir jetzt nicht mal einen blöden Stern? Dankeschön. Ah.
Naja, also ich kann mich aber auf jeden Fall witzigerweise an genau die Quest erinnern, weil ich das nie wirklich überrissen habe, was da eigentlich los ist. Ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Aber zum Glück müssen wir es nie wieder machen. Ah ja, das waren sie eh schon wieder, ne? Hm, dann... Nix wie raus hier.